Halleluja, einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Herzlich willkommen in Jesu Namen. Was für ein Segen, dass wir diesen Tag mit den Herrn in dieser Kälte beginnen dürfen. Oh, Glorias, Gott ist gut, oh, Glorias. All diejenigen, die auch zu Hause schauen, der Herr segne dich. Schön, dass du zugeschaltet hast. Ich glaube an die Kraft des Wortes Gottes. Ich glaube, dass Gott was Wunderbares auch heute für dich vorbereitet hat. Psalm Kapitel 11. Psalm Kapitel 11, Vers 1. Ich traue auf den Herrn. Vater, wir danken dir, Herr, für deine Gnade. Wir danken dir für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt in Kraft, in Wahrheit, in Liebe und in Gnade. Und wir danken dir, dass du, Herr, der Gott bist, der das gute Werk begonnen hat. Und dein Wort sagt, Herr, dass du auch mit uns bist, Herr. Wir danken dir, dass du der Gott bist, der aber auch Neues wirkt, Herr. Und wir haben ein neues Jahr und wir brauchen Neuen, Herr, von dir, Herr. Wir brauchen deiner Kraft und deiner Gnade. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Und Amen. In Psalm Kapitel 11 hat der Psalmist eine Aussage. Er sagt, ich traue den Herrn. Gewöhnlich macht er es eine Einleitung. Er kommt mit dem Flehen, er kommt mit Nöte, er kommt mit Ängsten. Er war jemand, wenn wir die Psalme durchschauen, sehen wir, dass in allen Psalmen er eigentlich immer irgendetwas in seinem Herzen, was ihm in Not brachte. Und er hatte diese Angewohnheit, er brachte erst das Erste zum Herrn. Er war jemand, der sehr intensiv kommunizierte mit dem Herrn. Man nimmt an, dass es eigentlich nicht ein Zehntel von den Psalmen Davids sind, die wirklich in der Bibel stehen. Und wenn wir sein Leben betrachten, es war ein sehr intensives Leben mit sehr vielen Herausforderungen. Und er kommt zu dieser Aussage und sagt, ich traue den Herrn. Eine andere Übersetzung, meine Zuflucht ist in dem Herrn. Und im zweiten Satz sagt es, wie sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge. Die größte Absicht des Feindes ist, dass wir unseren Platz der Berufung verlassen. Er sagt das Erste, du hast Probleme in der Familie, verlass die Familie. Du hast Probleme an der Arbeitsstelle, ein Kapitelwechsel. Du hast Probleme in der Gemeinde, hau ab. Und der Psalmist, er empört sich über die Aussage derjenigen, die eigentlich ihm Zumut sprechen sollten und sagen, einfach verlass das. Wie schnell verlassen wir den Ort unserer Berufung? Wie schnell verlassen wir? Ich erinnere mich, wo wir damals den Gedanken anfingen über Frühgebet und da hatte ich eine große Befürchtung, dass wenn ich das anfangen würde, dass wir das nicht weiterbringen würden. Wir haben verschiedene Modelle probiert. Ich erinnere mich am Ende von 2003, und da haben wir 40 Tage Frühgebet probiert, damals von 5 bis 7 Uhr. Wir kamen hier an und fingen an zu beten. Nach einer gewissen Zeit hörte man ein Geräusch von einem in Zungen schnarchen. Und ich erinnere mich wie eine heraus, wer ist noch von da, von denjenigen, die wir damals, oh Glorias, Halleluja. Es war eine gesegnete Herausforderung. Und ich erinnere mich damals, wo wir dieses Frühgebet begannen, er sagt hier, flieh wie ein Vogel auf die Berge. Er sagt, wie sagt ihr denn zu mir? Wieso ist immer jemand da, der statt mich zu ermutigen, sagt, hör ich mal, hör auf damit. Das bringt sowieso nichts. Warum kämpfst du für deine Familie? Warum kämpfst du für deinen Ministry? Wieso kämpfst du für die Person, die sowieso nach meiner Ansicht verloren ist? Und er sagt, ich traue den Herrn. Ich vertraue auf den Herrn. Mein Vertrauen gilt dem Herrn. Und wenn es jetzt auch nicht so aussieht, aber ich weiß, und ich finde es interessant, er sagt in Vers 2, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Seen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Wir haben einen Widersacher. Und der Psalmist, wo er hier über Widersacher spricht, da über den Antichrist, über den Feind. Und es geht gegen die Gemeinde Jesu, es geht nicht spezifisch gegen dir. Damals, wo wir 2004 unser Frühgebet begonnen, ich hatte keine Ahnung, dass es eines der herausforderndsten Jahre meines Lebens wäre. Und ich bin Gott so dankbar, dass Gott uns diese wunderbare Waffe des Gebets gegeben hat. Und das Wunderbare vom Gebet, du bist nicht an Ort gebunden, du bist nicht an Form gebunden, du bist nicht an Liturgie gebunden, du bist nicht an eine Tradition gebunden, sondern es ist Gott, der Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit seinen Kindern. Wir sagen oft, wie wunderbar wäre es, wenn ich mal Gottes Stimme hören würde. Und Gott sagt, wie wunderbar es wäre, wenn ich mal deine Stimme hören würde. Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft, er sagt, Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist der Himmel, seine Augen sehen herab. Oft denken wir, dass wir werden nicht gesehen. Wir sind alleine mit unseren Nöten. Wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht packen.
Und gewöhnlich ist es genau diese Situation. Ich traue den Herrn, aber der Feind und unsere Gedankenwelt ist immer sowas, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ich werde das nicht packen. Wir fangen keinen Dienst an. Wir dienen gewöhnlich nicht im Haus des Herrn, zu Hause mit Gebet, mit Lobpreis oder etwas anzufangen. Oder wir geben nicht, sagen, nein, ich werde nicht mein Wort geben, weil die Bibel sagt, es ist besser, nicht geben als geben und nicht danach trachten, nicht bis Ende zu führen. Wir haben Angst, wir werden es nicht packen. Wir werden versagen. Wir werden versagen in der Berufung, wir werden versagen in der Beziehung, wir werden versagen in den Finanzen. Und der Feind, er kommt immer wieder und sagt, lass das, tu das nicht, rede nicht. Ich finde es interessant, wenn wir diese Psalmen, diese halbe Dutzend Psalmen hier in dieser Reihenfolge, in Psalm 9, sagt der Vers 3, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinem Namen, du Allerhöchste. Es gibt eine Eigenschaft, die wir als Kinder Gottes haben, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Es ist die Freude. Ich finde das so wunderbar, wie Gott uns mit Freude füllt, wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Wenn wir in dieser Freude gefüllt sind, dann kommt die Eigenschaft, die Gott ist in unserem Leben. Und das ist Liebe. Gott ist Liebe. Und auf einmal haben wir Liebe zu den Menschen. Ohne Liebe zu den Menschen kannst du nicht bestehen. Ohne Liebe zu den Menschen kannst du dem Herrn nicht dienen. Ohne Liebe zu den Menschen schaffst du es nicht, durchzuhalten. Und im letzten Vers sagt er, Vers 7, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. So oft vergessen wir, dass Gott auf unserer Seite ist. So oft vergessen wir, dass wir nie alleine sind. So oft vergessen wir, dass der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und schützt sie. So oft merken wir, wie sehr der Feind uns mit Drohungen und er versucht uns zu erinnern an Menschen, die es nicht geschafft haben, an Menschen, die gestorben sind, an Menschen, die das Ziel nicht erreicht haben. Und wir merken nicht, wie der Feind versucht uns zu entmutigen. Und wie schnell lassen wir uns entmutigen, nicht wahr? Damit wir nicht entmutigt werden, brauchen wir Gottes Wort. Wir brauchen die Zusage des Wortes Gottes, in der Kraft Gottes zu gehen. Und wir dürfen in seiner Liebe gehen. Aber oft denken wir, ich werde das nicht packen. Ich packe es nicht mal für mich. Ich dachte damals, wo wir anfingen, wir wussten ja nicht, wie man Frühgebet macht. Ich hatte ja das noch nie gemacht. Und so, wir haben von allem probiert, was man sich vor. Jeder hat einen Bibelvers proklamiert und dann haben wir gemacht, jeder hat ein Gebetsanliegen. Oh boy. Die Zeit war vorbei und alle Gebetsanliegen waren noch nicht vorbei, weil die Schwägerin von dem Nachbar, von dem Bruder, von der Schwester, von dem, der hatte das und da war damals und seine. Und wir haben so viel, und dann haben wir eine Zeit mit Hand auflegen, und dann haben wir Bibelverse proklamiert, und bis auf einmal ganz klar hat, wir brauchen ein Wort. Wir brauchen Gottes Wort. Geschwister, wir brauchen Gottes Wort. Wir sind oft vertieft in unseren Nöten und merken nicht, dass das GPS des Heiligen Geistes nicht mehr da ist. Sein Wort ist wahrhaftig. Seine Zusagen sind gewiss. Und wenn wir in seinem Wort gehen, ich erinnere mich, Georg Müller, er hat damals, wo er anfängt zu dienen, er sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann sagt sein Vater, lies die Bibel. Hat er die Bibel gelesen, einmal und zehnmal und 100-mal. Und er sagt, wo ich das 200. Mal die Bibel gelesen habe, auf einmal geht mir ein Licht auf. Ich dachte, dann wird mir nie ein Licht aufgehen. Geschwister, oft vergessen wir Gottes Wort. Es sind die Zusagen. Wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes, die wir nur bekommen im Wort Gottes. Und so oft haben wir so viele Dinge, die wir glauben, was nicht einstimmt mit Gottes Wort. Und wir vergessen, wie mächtig Gott ist, unabhängig, wie klein David ist. Es kommt nicht auf seine Größe an, es kommt auf die Größe Gottes an. Unabhängig, wie groß der Feind ist, es kommt nicht auf die Kraft des Feindes an. Es kommt auf die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir ist. Und er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dir. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott für uns ist. Ich finde es gigantisch, wenn ich die Psalme lese und ich sehe Psalmist. Der Psalmist eigentlich ist ein Künstler. Künstler, mein Vater sagt zu mir, du bist ein Künstler. Ich sage, wieso? Er sagt, Künstler können nicht alleine leiden. Künstler müssen immer laut sein, die können nicht einfach schweigen. Es sind immer so viele. Und der Psalmist, er schreit zum Herrn, er sagt, Herr, wieso sind die Feinde um mich? Wieso bin ich so behandelt? Was geschieht da eigentlich? Und er hat zu dem Herrn geschrien, es gibt nur einen, zu dem du schreien kannst, der die Lösung hat. Es ist der Herr. Aber wie oft schweigen wir zum Herrn? Wie oft ziehen wir uns zurück und sagen, ach, so eine Kleinigkeit, ich kann doch dem Herrn nicht damit belästigen. Kennst du irgendeinen Vater, irgendeine Mutter, wo das Baby sagt, ach, das ist zu dreckig, ich werde meine Windel nicht der Mutter anvertrauen. Nein, der Herr ist da, er schenkt uns Kraft. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Während all diese Jahre haben wir sehr viele Zeugnisse von Wunder, von Übernatürliches erlebt. Ich hatte nie geträumt, das war alles, was Gott in unserem Leben tut. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir so viele Leute werden. Ich war mir ganz sicher, ich werde alleine
Vielleicht meine Frau wird noch zu mir halten, bis das der Tod. Wir denken, auf, wir glauben gar nicht, wie Gott uns führt, wie er uns segnet, wie er daran interessiert ist, dass wir gesegnet sind. Und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Ich möchte dich ermutigen. Du brauchst keinen ganz besonderen Ort dafür. Du brauchst nur eine besondere Einstellung deines Herzens dafür. Unabhängig, wo du bist, unabhängig, was du tust, unabhängig, wie viel wir falsch gemacht haben. Und das Leben ist lang. Wir haben sehr viel Zeit, viel Schmarrn zu machen. Und oft kommen wir erstmal zu spät und wir denken, jetzt ist es vorbei. Die Zeit ist eigentlich abgelaufen. Ich habe keine Möglichkeit mehr. Ich habe diese Nacht eine Nachricht von einem sehr guten Freund in Brasilien von mir gehört, dessen ist gestorben an Covid. Und wir denken oft, ach meine, du hörst so viele Nachrichten und du denkst, ich werde das nicht packen. Das Gute ist, die Bibel sagt, die auf dem Herrn harren, die auf dem Herrn vertrauen, die dem Herrn suchen, die zum Herrn gelangen, die seine Zuversicht auf dem Herrn setzt. Er ist der Gott, der uns, er gibt uns nicht nur Kraft, sondern er gibt uns diese Erneuerung. Er sagt nicht nur, dass du wirst schnell laufen, er sagt, du wirst abheben wie ein Adler. Und das ist oft das Interessante. Und wir merken gar nicht diese Eigenschaft. Wir sind gewöhnlich, wir, die wir den Herrn dienen, wir haben mehr die Eigenschaft von Papagei als von Adler. Ein Papagei hört man viel mehr, es ist viel, der redet viel und der sagt viel, aber der fliegt nicht so hoch. Und das Wunderbare ist, die Adler, die fliegen sehr hoch, aber die Augen, die sind da ganz unten. Die sehen mit einer Schärfe. Und oft merken wir gar nicht, dass Gott so viel vorbereitet hat für uns. Und weil wir uns nicht geliebt fühlen, weil unsere Generation, ist doch viel, der Psalmist, er lässt nicht zu, dass diese Enttäuschungen in seinem Leben kommen. Er sagte, ich vertraue auf den Herrn. Die anderen sagen, lass das, aber ich schaue auf den Herrn. Die anderen kritisieren mich, aber ich lasse nicht zu, dass das, was die anderen sagen, sondern ich vertraue dem Herrn, ich weiß, er wird mich führen. Und oft merken wir gar nicht, dass unser Zeugnis kann so mächtig sein. Ich fand interessant die Predigt gestern. Jesus Christus am Kreuz, er hat kein Wort gesagt. Und diese Schächer am Kreuz, er hat sich bekehrt, ohne ein Wort. Er hat Jesus angeschaut und er hat gesehen, dass er gelitten hat in Frieden, in Ruhe, dass er nicht zugelassen hat, dass Anklagen waren, sondern er hat nur angesehen, wie er gelitten hat und es hat ihn bewegt. Wir merken oft gar nicht, wie stark unser Zeugnis ist, wenn du in Not bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du in deinem Herzen blutest, aber du sagst, mein Vertrauen ist dem Herrn. Ich werde nicht zulassen, dass mein Herz, dass meine Worte, dass meine Aussagen, dass mein Verhaltensmuster, dass die Beziehung zu meinen Vorgesetzten, dass die Form, wie ich meine Kollegen behandle, anders wirke, nur weil es mir nicht gut geht, sondern ich vertraue dem Herrn. Ich weiß, er wird mir den Sieg schenken, wenn es im Moment auch nicht so aussieht. Wenn es im Moment auch danach aussieht, dass alles gegen uns ist, dass alles kaputt ist, dass meine Familie in so einem Zustand ist, aber ich vertraue dem Herrn. Ich weiß, mein Erlöser erlebt. Ich weiß, Gott wird mich führen und ich werde nicht zulassen. Der Psalmist sagt, wie sagt ihr zu mir, hau ab? Und es gibt so viele Menschen, die sagen, hau ab. Und diejenigen, denen ich sage, hau ab, die hauen zu. Und oft merken wir gar nicht, dass wir uns distanzieren von der Verheißung Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt dich so sehr. Lass nicht zu, dass die Gefühle, dass die Eindrücke, dass die Einflüsse der Personen, die uns immer wieder versuchen. Und er sagt ganz klar, denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen. Wir sind in einem Zeitalter, wo die Gottlosen sehr stark gegen die Gemeinde Jesu kämpfen. Und wir, die wir die Liebe haben, unser Ziel ist nicht, gegen die Menschen zu kämpfen. Unser Ziel ist, mit der Liebe Gottes die Menschen zu ergreifen. Und das ist mein Gebet. Wir haben diese Woche von dem unserem Jubiläum von Frühgebet. Und das bewegt mich, wenn ich sehe, wie treu Gott ist. Mit dem Wenigen, den wir Gott geben. Dieser kleinen Samen, den wir Gott geben. Er bringt das zu etwas Wunderbares. Er führt dich, er erneuert dich. Und wir merken oft gar nicht, dass die Person, die am meisten gesegnet ist, das sind wir selbst. Wenn wir im Herrn investieren, investiert er in uns. Wenn wir auf dem Herrn vertrauen, dann kommt er auf uns zurück. Und wie wunderbar ist, die Bibel sagt, dass die Augen des Herrn suchen. Immer wiederum. Ob da jemand ist und der Prophet Jesaja sagt, scheinbar hat er keinen da gefunden. Und er sagt, ich bin da. Ich stelle mir vor, dass da eine ganze Menge ist. Und er sagt, wer will mein Bote sein? Aber das ist so unangenehm, die Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Ein Flyer, ein Traktat, eine Zeitung. Wir ziehen uns lieber zurück und wir möchten lieber die Gemütlichkeit. Wir sind eine gemütliche Generation. Aber wie wunderbar, wenn wir zulassen, dass Gottes Wort uns führt. Wenn wir eines Tages von der Himmelsperspektive zurückschauen und sagen müssen, der hat Großes getan. Wir dürfen seiner Gnade gehen, wir dürfen uns versammeln im Namen Jesu. Und er hat wunderbare Verheißung auch für ihr Leben. Der Psalmist, er ist ein Ermutiger.
Wie wunderbar, dass der Psalmist sich Zeit genommen hat, obwohl es damals keinen Kugelschreiber gab, obwohl es damals keine komfortable Möglichkeiten, er war gewöhnlich in Zelten, er war unterwegs in Flucht, ich weiß nicht mal, wie er das geschafft hat, das alles niederzuschreiben. Aber es war ihm wichtiger, seine Beziehung zu Gott, als zu Menschen. Es war wichtiger zu schreiben, was Gott sagt, als die Nöte zu dem Nächsten. Und wie wunderbar, dass er dies alles niedergeschrieben hat. Die Psalmen, das meistgelesene Buch der Bibel, sind die meisten Verheißungen über den Messias kommen von den Psalmen. Und der Psalmist, er drückt immer so wunderbar aus, was unsere Seele spürt. Aber er bringt uns immer wieder zurück zu dem Herrn, zurück zu seinem Wort, zurück zu seiner Verheißung, zurück zu der Ermutigung, dass wir wissen, der Herr ist unser Hirte. Dass Gott möchte dich führen in Kraft und in Weit, in der Gewissheit, unabhängig, was um uns ist. Etliche sagen, egal. Nein, es ist nicht egal. Es ist sehr schlimm, was um uns ist. Aber unabhängig, was um uns ist, Gott ist da. Er führt uns in Kraft. Er führt uns in Gnade. Wenn wir dem Herrn vertrauen, er hat das gute Werk begonnen. Er wird dich führen. Und eines Tages zurückschauen, werden wir sagen, der Herr hat Großes getan. Wie wunderbar, dass wir in seiner Gnade gehen. Und auch in ihrem Leben. Lassen Sie nicht zu, dass Mutlosigkeit, dass der Feind Sie dazu bringt, wegzugehen. Von der Berufung, von der Gnade, von seiner Liebe, von dem Gehorsam, von dem Glauben, von der Gemeinschaft der Heiligen. Er führt das, wenn wir auch durch Kämpfe gehen. Und die Bibel sagt, er beobachtet, denn wir müssen durch Kämpfe gehen. Der Glauben wird geprüft, damit er befestigt wird. Aber wir werden siegreich sein. In Jesu Namen. Amen. Oh Gloria, oh Gloria, Vater im Himmel, danke, danke, danke. Danke für diesen neuen Tag, danke. Herr, dass wir diese Freiheit haben, zu dir zu kommen, dass Jesus Christus uns diesen Weg frei gemacht hat. Dieser Vorhang ist zerrissen. Wir haben den freien Zugang zu unserem Vater. Halleluja, wie sind wir doch privilegiert. Wie sind wir so reich beschenkt. Wir danken dir für die Errettung. Wir danken dir, dass wir Kinder Gottes sind. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Dein Wort, das uns anleitet. Herr, und wir danken dir, Herr, dass wir immer wieder im Gebet zu dir kommen dürfen. Wir danken dir, Herr, für all diese vielen Jahre, die du uns auch durchgetragen hast, auch wo wir hier das Frühgebet hatten. Du hast uns immer Räumlichkeiten geschenkt, wo wir uns versammeln dürfen. Herr, du hast uns immer wiederum ein Wort gegeben, der Ermutigung, der Kraft. Herr, der das uns angeleitet hat, das uns weitergebracht hat. Wir durften wachsen, wir durften so viel lernen. Herr, und so viele Gebete durften wir dir bringen. Herr, so viele Gebetserhörungen durften wir erleben. Wir können dir nur Danke sagen. Danke, danke. Denn du hast die Kontrolle, du hast alles in der Hand und du bist der, der den Segen gibt. Herr, wie oft kommen wir so ungläubig zu dir? Herr, wie oft kommen wir ohne Erwartung? Oder Herr, wir sagen dir, was du tun sollst. Herr, wir kommen mit unserer Supermarktliste und erwarten gar nicht, Herr, dass du eingreifen wirst. Herr, vergib uns unseren Kleinglauben. Vergib uns unseren Unglauben. Hilf uns, dass wir dir näher kommen, dass wir dich immer besser kennenlernen. Herr, dass das ein Lebensstil wird in dieser Beziehung zu dir. Herr, dass wir zuallererst zu dir kommen. Herr, wenn wir vor einer neuen Entscheidung stehen, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, dass wir erstmal zu dir kommen, dass wir uns anleiten lassen von deinem Wort, dass wir feinfühlig sind auf die Stimme deines Heiligen Geistes, dass wir hören möchten, Herr, was du uns zu sagen hast, und dass wir lernen, dieser Gemeinschaft mit dir zu gehen. Ich bete einfach, Herr, dass das Gebet wirklich ein Lebensstil wird von uns. Herr, dass wir nichts mehr anfangen, ohne, Herr, wirklich in Gemeinschaft bei dir zu sein. Dass wir den Charakter Christi haben, dass wir wirklich so leben möchten, wie du es dir wünscht, Herr, von Kinder Gottes. Wir sind doch dein auserwähltes Volk. Wir gehören doch zu dir. Und so bitte ich einfach, dass du uns heute erneuerst, Herr. Dass du wirklich jeden Einzelnen berühren möchtest und dass wir auf dich vertrauen. Herr, wir leben in einer sündigen Welt. Wir leben in einem Umfeld, Herr, das sehr von der Welt geprägt ist. Und ich bitte, Herr, vergib uns, Herr, da, wo wir so schnell die Maßstäben dieser Welt annehmen. Herr, wo wir viel mehr auf Informationen oder auf Neuigkeiten hören, was die Welt uns versucht anzugeben, als auf dein Wort. Herr, vergib uns, Herr, wo wir nicht gefestigt sind in deinem Worte. Herr, wir brauchen ganz neu, Herr, auch für dieses neue Jahr, Herr, diese Anleitung von dir, dass wir ein starkes, ein festes, ein gutes Fundament haben, Herr, das geleitet ist von deinem Heiligen Geist. Herr, dass wir standhaft sind, dass wir nicht
den Lügen des Feindes hinterhergehen, dass wir nicht fallen, Herr, wo Versuchungen sind. Herr, dass wir siegreich sein möchten, dass wir ein Licht sind, das da leuchtet, dass da wirklich an dieser Liebe Gottes leben kann. Hilf du uns und bewahre du uns auch an diesem neuen Jahr. Herr, wir legen. Vater, wir legen dieses Jahr in deine Hände. Oh, Gloria. Du bist unser Gott. Du bist, der uns leitet. Und du bist, der uns bewahrt. Wir vertrauen auf dich. Wir werden siegreich sein, wenn wir bei dir sind. Halt deine Schützenhand über jeden Einzelnen, über deine Gemeinde. Und lass uns nicht fehlen, lass uns nicht wegkommen von der Gemeinschaft mit dir. Sei du unser guter Hirte und führe du uns, jeden Einzelnen. Und wir vertrauen auf dich in Jesu Namen. Amen.